schönen guten Morgen. Wir machen heute einen kleinen Ausflug. Heute ist Samstag, früh morgens. Wir spielen heute Happy Wife, Happy Life. Wir fahren um die Ecke nach Vermont ins Outlet Center. Meine Frau darf da ein bisschen shoppen. Die heute dabei ist. Ja. Und wir wollen natürlich, weil wir natürlich mit dem Wohnmobil unterwegs sind, dann auch die Nacht in der Nähe von Vermont oder in Vermont verbringen. Das hat sich im Vorfeld relativ schwierig gestaltet, weil Vermont sehr teuer ist und das, was einigermaßen zu bezahlen ist, voll ist. Ferien, Wochenende, voll. Also Vermont geht bis 35 Euro Stellplätze. Das ist uns zu viel. Und ob wir heute Nacht einen Stellplatz oder heute Nachmittag einen Stellplatz finden, das werdet ihr nach dem Intro sehen. Bis später. So, ja, wir sind angekommen im Outlet Center Vermont. Haben vorher noch beim Albert Heijn ein bisschen eingekauft. Und jetzt gehen wir shoppen. Wir nehmen euch mit. Bis gleich. I so conscious. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. Damn, your skin so soft. Let me open up your heart. Cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing carts with. In the supermarket, you know I love the star shit. Took you to my crib, eating ackee and some sawfish. Breakfast in the morning, making waffles and some sausage. Girl, you blow my mind like a Nintendo game cartridge. And when I'm not around, yeah, I think about you often. Sometimes I need my space, cause I don't like the fall shit. Took you on vacation, had you swimming with the dolphins. Living in a barrel, now we got our own apartment. Used to be scared that some probably walking like, oh shit. Wait. Planting flowers in your garden. I know y'all told you one day we'll be ballin'. Yeah, other girls, they be swarming. I'm just trying to make sure that you all in. So tell me if you want it. Wasserspiele. Tell me if you want this. Yeah, tell me if you want it. Tell me if you want this. Tell me if you want it, yeah. Tell me if you want this. Yeah. From prom days to calm days to trips that last a lifetime to be. So, ein herzliches Willkommen nochmal aus Röhrdalen. Wir haben den Einkauf im Outlet Center Vermont erfolgreich abgeschlossen. Die Frau ist glücklich, jeder. Der Hund auch. Und jetzt sind wir. Ich hoffe, man hört mich, ist ein bisschen windig. Wir sind auf dem Camperplatz Röhrdalen. Also der hier. Camperplatz Röhrdalen. So. Wenn ihr das bei Google eingibt, findet ihr das auch. Ist ziemlich neu, das Ding. Aus April 22, wenn ich das richtig gelesen habe. Wunderschön gelegen. Keine 11 Kilometer vom Outlet Center entfernt. Wir haben uns das mal geknickt, wie man so schön sagt, in Vermont einen Stellplatz zu finden, weil die Anfragen sind alle im Sande verlaufen, beziehungsweise die Plätze waren alle voll. Deswegen sind wir hierhin ausgewichen. Das war auch ganz schlau. Wunderschön zum Spazierengehen hier im Wald, also in dem Wald da. Und es ist sehr ruhig und der Platz ist sehr großzügig angelegt, die Stellplätze geschottert. Alles inklusive, WLAN, Dusche, Toilette, Fähr- und Entsorgung, Spiele kann man sich ausleihen in der kleinen Hütte vorne, zeige ich euch aber jetzt gleich. Und grundsätzlich für 15 Euro All-Inclu, also auch Hund inklusive, sehr geil. So, kommt mit, ich zeige euch die Bude. So, fangen wir mit dem kleinen Geschäft an, Grauwasserentsorgung. Also hier sieht man auch, das ist alles ziemlich niegelnagelneu. Wasser könnt ihr hier auch zapfen. Wasser ist natürlich auch mit dabei. Und wie ihr seht, ist das alles schick und neu. So, Toilettenentleerung haben wir hier auch. Separat, wenn wir reingucken. Ja, zum Spülen Wasser da, alles super.
Naja, für den Parkplatz in Roermond am Outlet Center haben wir 4 Euro bezahlt, wie ein PKW auch. Man wird da eingewiesen, großzügige Parkplätze, alles gut soweit. So, und das Übliche ist natürlich, ist arschteuer. Alles arschteuer geworden. Ja. So, also wenn ihr hier dann ankommt, könnt ihr euch einen Stellplatz aussuchen, so wie wir hier vorne. Aber einen freien. Dann füllt ihr hier diesen Briefumschlag aus. Diesen hier. Ja, das ist ein Briefumschlag. Steckt da die 15 Euro rein. Oder wenn ihr länger bleibt, natürlich mal die Tage. So, dann habt ihr hier einen Tresor angebracht. Da schmeißt ihr oben den Briefumschlag rein. Ja, da gibt es noch einige Magazine, die hier liegen. Und Speisekarten, wer nicht noch Lust hat zu kochen, kann sich auch einen Pizzadienst bestellen. Ja, es gibt holländische Literatur, Hinweise, was der Platz hergibt und was man zu beachten hat. Und Spiele. Also, wer seine Spiele vergessen hat und die Frau nicht spielen will, der kann sich hier Spiele holen. So. Und das K.O. Und wie ihr seht, das sieht hier richtig gut aus. Ja, schöner Rasen. Richtig große Stellplätze. 15 Euro ist das echt klasse. Ja. Also, ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, also wie gesagt, für 15 Euro ganz klasse. Jetzt ist es bei uns gleich um die Ecke. Deswegen haben wir gesagt, komm, machen wir eine schöne Nacht hier. Die werden wir auch machen. Ich werde noch weiter berichten. Ich gehe nachher noch mal mit euch über den Platz hier. Ja. Tina hat es gesagt, ich habe es natürlich vergessen. Toilette und Dusche. Also, Toilette und Dusche. So sieht das aus. Genau. Toilette. Alles sehr sauber. Und Dusche. Und das gleiche gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Also auf der anderen Seite gibt es das auch nochmal. Ja? Ja. Ja, alles super. Schlauer Mensch hier. Ja, also 25 Plätze hat der Platz. Falls dann doch alle geschotterten Plätze belegt sind, müsst ihr einmal anrufen. Dann wird euch ein Platz zugewiesen, weil hinten am Ende ist noch eine riesen Rasenfläche, wo auch Wohnmobile, die jetzt über 9 Meter lang sind, hinpassen. Und dann sagt der Jan, der Betreiber des Platzes, euch, wo ihr euch hinstellen könnt. So, jetzt machen wir erstmal das Womo wieder auf und trinken erstmal was. So, bis gleich. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir verlassen jetzt diesen wirklich wunderschönen Stellplatz in, wie heißt das hier? Röhrt. Ich schreibe das unten runter. Also in der Nähe von Roermond. So, das war eine super ruhige Nacht hier. Ganz klasse. Stellplatz bombastisch gut. Für 15 Euro Weltklasse. Ich bin ja gerade mit euch hier einmal rumgegangen mit unserer gefakten Drohne. Und jetzt fahren wir entsorgen. Müll haben wir weggebracht. Haben wir sonst noch was zu sagen? Also wissen wir jetzt gerade nicht. Ist ja auch noch relativ früh. Achso, ja, hier. Neue Kappe. Sonst haben wir nichts zu sagen. Ah ja, neues T-Shirt aus dem Outlet Center. So, das wäre es aber soweit. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir fahren jetzt hier einmal den Bogen raus. Dann habt ihr das nochmal aus der Kamerasicht aus dem Wohnmobil gesehen, diesen Stellplatz. Wir fahren jetzt zum Entsorgen und ich sag schon mal im Vorfeld, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, euer Camp Monkey Olli und die Tina. Tschüss. So, also jetzt geht's los, wir fahren raus.
war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.